Kirby und seine Freunde waren entspannt am Angeln. Hab sogar einen Fisch gefangen. Goo hat ihn gefressen. Doch auf einmal tauchte dunkle Materie wieder auf Planet Popstar auf. Und alles war nicht mehr Friede, Feuer, Eierkuchen. Kirby und seine Freunde beschlossen sich, etwas zu unternehmen. Und damit herzlich willkommen zu Kirby's Dream Land 3, ja, Jahresbeginn, also muss ja auch Kirby wieder anfangen. Und dieses Spiel ist sehr dafür bekannt für seinen Artstyle. Ihr habt ja schon gesehen, ist alles so Wasserfarben alles. Hier sieht ihr ein bisschen Gameplay. Genau, 1997 kam das Spiel, glaube ich, raus für die SNES, also den Super Nintendo. Und ja, das Spiel ist sehr bekannt für seine neuen Charakter, denn Kirby hat die Freunde, die er im letzten Teil, also Dream Land 2, hatte, wieder. Und ein paar neue, da unten seht ihr schon einen von denen, und zwar Gooey. Denn Gooey ist so ein kleiner, ich sag mal, so ein kleiner Kirby-Abklatsch. Er kann so ähnliche Sachen wie Kirby, er kann leider keine Fähigkeiten kopieren. Stattdessen kann er die einfach so mit seiner Zunge aufessen, wie so ein kleiner Yoshi. Und dann halt wieder wegwerfen. Genau. Kirby kann ihn einfach erschaffen und auch wieder loswerden, wie er will. Aber das werden wir alles sehen. Ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Machen einfach mal BUM. Ja, ich habe ein bisschen ausgetestet. Und wir fangen direkt mal an. Options. Options? Oh. Ein sehr basic hafter Audio-Test-Mode gibt es hier. Aber wir haben noch nichts freigeschaltet. Naja, vielleicht am Ende. Aber jetzt fangen wir erstmal an. Hier, Planet Pop Star war das, glaube ich. Level 1, Grassland. Ich habe vor, das Spiel 100% durchzuspielen. Und da sehen wir auch noch einen weiteren Freund. Oh, und Trick ist traurig. Oh. Jede Welt hat 6 Level. Mit einem Boss zusammen. Also 7, wenn man den Boss mitzählt. Und ihr seht, über jedem einzelnen Level seht ihr oben so Kasten. Das bedeutet, wenn der ausgefüllt ist, haben wir 100%. Das ist das erste Level. Und ich spiele das Spiel, by the way, auf der Nintendo Switch Online, falls ihr das interessiert und nicht ausspielen wollt. Genau, mit dem einfachen Drücken von A kann ich Gooey erschaffen und ihn dann auch sagen, hey, greif mal an. Zack, und dann macht das, was ich halt mache. Kann ich einfach mit einem Knopfdruck sagen. Und ja, wer Kirby nicht kennt, er kann Abilities aufsammeln, indem er einfach Gegner frisst. Und yeah! Piu, piu. Ich werde nicht so viel eingehen auf die Charakter, die wir schon kennen. Hier mit nämlich zum Beispiel schon Rick, den kennen wir ja schon. Ich finde es übrigens lustig, wenn man so einen Buddy nimmt, dann sind die alle richtig schockiert. So, was, du nimmst mich nicht? Genau, Rick kennen wir ja schon. Deshalb möchte ich lieber mit der Katze spielen, denn die ist neu und sie heißt, muss ich nachschauen, Nago. Ihr seht schon, die rollt Kirby wie so ein Pinball. Oder er oder sie, ich weiß es nicht. Und ihr seht schon, kann Kirby's Ability so richtig krass schmeißen. Wir müssen auf jeden Fall aufpassen, wollen nicht getroffen werden. Die Sterne, für die das letzte Let's Play nicht gesehen haben, also Kirby's Dream Land 2. Mit den Sternen, wenn wir genug einsammeln, kriegen wir ein One-Up. Und One-Ups werden wahrscheinlich für später noch wichtig sein, auf jeden Fall. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich finde diesen Artstyle so wunderschön, ne? Das ist einer der Hauptgründe, warum ich das Spiel überhaupt spielen möchte. Einfach, weil der Artstyle echt schön ist. Und wow, lasse ich mich gerade von allem treffen. Gut, dass wir dann hier ein Highlight-Item haben. Einfach aufsammeln und dann werden wir schon geheilt worden. Genau, Gooey frisst hier noch alles auf. Sind noch ein paar Sterne drunter? Nee. Okay. Ja, was gibt's noch zu sagen? Oh, das ist eine neue Ability. Mit X können wir da weg. Wie schmeiße ich meine Ability weg? Mit Select. Mit Select schmeißt man die Ability weg. Jetzt weiß ich es auch. Und yeah, wir haben so einen Stachel. Stimmt. Die Katze, die kann so einen Downwurf machen. Ich habe schon wieder vergessen, wie die heißt, aber ich habe es vorhin gesagt. Also ja. Die kann so einen coolen Downwurf machen. Das ist ein Pogo sogar. Bui. Bui. Das ist ja cool. Bam.
So ein High Jump mit dem Pogo. Kommen wir an einen One-Up dran. Und das ist noch eine neue Ability. Leider hat er den jetzt gekillt. Das fand ich jetzt nicht so nett. Ja, lass mal schauen, ob der noch mal respawnt. Und ja, tut er! Elektro-Ability. Mit dem können wir uns aufladen und dann für eine kurze Zeit Elektrofunken schießen. Aber ich kann euch sagen, entweder, also jede einzelne Ability von Kirby ist immer anders, je nachdem. Muss nochmal aufladen. Okay. Je nachdem, ob Kirby ganz alleine ist oder mit seinen Freunden ist, denn jeder einzelne Freund, ja, kümmert sich anders um Kirby. Die Katze hier zum Beispiel benutzt ihn als so einen kleinen Wollball, so ein Wollknäuel oder so. ja, ich lasse mal ein bisschen Gui da. Das Problem mit Gui ist einfach, er klaut mir halt die Hälfte meiner Leben. Dafür ist er halt da, um mir zu helfen. So ein kleiner Assist, wenn man will. Oh, müssen aufpassen. Ist ganz nett, finde ich. Ja, warum sage ich, wir müssen aufpassen? Liegt nicht an den Gegner. Auch wenn der 1 Nummer eigentlich... Nee, gibt da keine Power-Up? Anscheinend nicht, okay. Ja. Wir wollen nämlich in jedem Level eine andere Challenge machen. In jedem Level gibt es eine Challenge, um die 100% zu schaffen. In diesem Level ist es, diese roten Blumen nicht zu berühren. Wenn wir sie berühren, gehen sie kaputt und dann weinen sie. Und dann, das ist nicht schön. Wir wollen nicht, dass die Blumen weinen. Ob Gui die berührt, ist, glaube ich, ziemlich egal, weil seine Hitbox ist halt so nebensächlich. Der ist ziemlich egal, glaube ich, im Spiel. Und mit diesem Item sind wir für eine kurze Zeit unverwundbar und können durch alles durchrushen, sammeln aber leider nichts auf. Oh no! Boing, boing, boing. Genau, so ein Triple Jump kann die Katze. Finde ich ziemlich cool. Und verdammt, jetzt habe ich es doch noch geschafft, dagegen zu knallen. Oh, nee! Ihr werdet jetzt sehen, dass die Blume ziemlich traurig ist. Oh. Wie Gui guckt. Ja, leider nicht geschafft. Da muss ich das Level nochmal neu machen. Was ist das denn hier? Hui. Gui hat irgendwas Böses eingesammelt. Aber ja, das ist das neue Trampolin scheinbar. Ganz nett, wie ich finde. Die Overworld Sprites. Ich finde einfach die Grafik dieses Spiel echt wunderschön. Ehrlich. Okay, machen wir das nochmal, das Level, ohne irgendeine von diesen roten Blumen zu berühren. So, nicht wundern, wo Gui ist. Leider hat er doch eine Hitbox, die die Dinger kaputt machen kann. Deshalb musste er für eine kurze Zeit verschwinden. Und jetzt haben wir endlich geschafft. Da sage ich jetzt länger dran, als ich zugeben möchte. Und wir kriegen, was kriegen wir da eigentlich? Sieht aus wie ein Herz, was zu einem Stern wird und wieder zurück. Bestimmt kriegen wir da später noch mehr Antworten zu. Okay, ich weiß nicht genau, wie das Spiel funktioniert hier, das Minigame, aber ich werde es schon herausfinden. Naja, wie auch immer. Da kriegen wir auf jeden Fall eins dieser Dinger. Und machen weiter mit Level 2. Ich habe vor, pro Part so knapp eine Welt durchzuschaffen. Mal schauen, ob das geht. Ansonsten, ja, und wer ist das hier eigentlich? Ja, tut mir leid. Jetzt bist du... Jetzt ist die kleine Hexe leider vom Himmel gefallen. Naja. Oh, neue Ability. Passt mir eigentlich. Weil die Ability, die ich gerade habe, diese Elektro-Ability, nervt. Oh, was? Neue Ability. Der Besen. Damit können wir einfach durch alles durchsliden. Okay. Sich auch zum ersten Mal, die Ability. Schwinde. Bam. Na, schade. Ah, nein. Wir sterben. Weil ich unachtsam bin. Aber ich habe jetzt hier die Stone Ability, die Rock Ability. Und mit der machen wir Bonk. Bom, bom. Und da wir jetzt, genau, da wir jetzt die ganze Sternleiste unten voll gehabt haben, können wir uns hier dieses Leben nehmen. Und machen leider ohne unseren Kumpel weiter. Ja, das ist nun mal so. Die haben auch nicht immer Zeit. Und jetzt können wir ein bisschen fegen. Jetzt, wo Kirby ganz allein die Fähigkeit hat. Kann ein bisschen fegen. Ich will die Fähigkeit behalten, weil die ist neu. Also von den alten Spielen, die ich jetzt bisher gespielt habe von Kirby, ist das ja auf jeden Fall eine neue. Die waren in den letzten paar Teilen auf jeden Fall nicht mit am Start. Hier ist ein bisschen was zu trinken. Hier sind höchstwahrscheinlich noch mal ein paar... Aua! Ein paar Sterne, oder? Zack. Oh Gott, die Ability nervt aber, muss ich sagen. Die ist nicht wirklich gut. Die ist nicht wirklich gut. Schwende, blöde Hexe. Die Ability ist so, ist dafür aber viel besser. Fire! Bam! Nur mit Kirby können wir damit so einen Dash machen.
der ziemlich nützlich ist, um schnell von A nach B zu kommen. Und hier haben wir zwei unserer neuen Freunde. Heute habe ich mir auch aufgeschrieben, wie die heißen. Genau. Die Pink heißt Choo Choo und der Vogel heißt Pitch. Yeah. Oh, wie süß. Sie heftet sich an Kirby dran und Kirby findet das schön und ja, dann kann Kirby hier so geschützt bleiben, glaube ich, so ein bisschen. Ich weiß nicht genau, was die kann. Okay, und was ist mit Pitch? Was kann der? Der sieht mir irgendwie ein bisschen langweilig aus, finde ich. Oh, das ist lustig. Das ist echt lustig, wie das aussieht vor allem auch. Ah, der war noch nicht fertig. Oh, ich kann ihn so wegschleudern wie so ein Bumerang. Okay, die sind beide richtig cool. Aber sei doch nicht traurig, Chuchu. Wir nehmen dich fürs Erste. Wir werden Pitch sowieso noch wiedersehen, irgendwann früher oder später. Von daher, alles lässig, alles gechillt. Ich habe ja gesagt, wir machen 100% in diesem Let's Play. Also werden wir die beiden auch noch öfter sehen. So viel ist sicher. Außerdem will ich am liebsten gerne die neuen Charakter alle benutzen, weil die alten, wenn die interessieren, Rick, Kain und Ku, glaube ich, waren das, ne? Dann schaut euch ruhig mein Dreamland 2 Let's Play an. Und wer bist du eigentlich hier? Hallo. Hallöchen. Kann ich noch was mit dir machen? Kann ich dir irgendwie helfen? Jetzt habe ich leider Gui wieder geholt. Ich mag Gui nicht so in dem Spiel. Nein, meine Ability. Boah, knapp. Ich meine, man kann irgendwie mit den Leuten hier interagieren. Es gibt auf jeden Fall sehr viele Characters in dem Spiel. Meistens einfach nur so in einem Level und halt nur so fürs Icon da. Jetzt habe ich ihn auch so sehen wiedergeholt. Das wollte ich nicht. Aber ich kann nichts mit ihm machen. Wenn man keine Ability hat, dann kann man ihn so streicheln mit Chuchu. Das ist so die Standard-Ability von Chuchu. So was ähnliches, was Gui da macht. Dann kann man ihn streicheln und dann ist er wieder glücklich. Das müsste man machen. Und aua! Warte, wie nimmt Kirby dir den Mund? Schau dich das mal an. Danke, dass du die für mich in den Mund steckst. Aua! Ja, da haben wir gerade ein paar Probleme! Gui, komm mal her. Gui, komm mal her. Gui? Ich kann Gui nicht wegtun. Okay, jetzt. Krieg ich ein bisschen mehr Leben zurück. Und verdammt, ich lasse mich viel zu oft treffen. Ich brauche mal wieder eine Ability. Oh yeah! Hammer! Das ist der Hammer! Das ist eine coole Ability. Ich kann diesen Block nicht zerstören. Jetzt kann ich ihn zerstören. Yeah, wir können theoretisch schon so die ganze Zeit durchrushen, aber muss er nicht sein. Was bist du? Oh, diese stachelige Eagle-Ability. Mit Chuchu können wir die in alle Richtungen schießen, ganz kurz. Statt uns wie so ein Eagle zu verstecken. Wie das normalerweise, glaube ich, der Fall ist. Und wir kriegen ein One-Up. Das haben wir auch dringend nötig. Jetzt, nachdem ich fast down bin. Und Chuchu kann leider nicht für immer fliegen. Ach, verdammt! Nein! Ich habe nie gesagt, dass ich gut bin in Kirby-Spielen. Auch wenn die Spiele natürlich eher einfach gehalten sind. Also Kirby-Spiele sind halt so gedacht, dass man die easy peasy gechillt durchspielen kann. Nun muss man natürlich auch gut sein in den Spielen. Um das auch wirklich ausnutzen zu können. Genau, das ist die normale stachelige Eagle-Ability. Und jetzt werde ich sie hoffentlich besser nutzen als vorhin. Lass mich hier nicht mal von euch treffen. Ja, die ganzen Gegner, die meisten kennen wir. Es gibt ein paar neue. Aber so Gegner brauchst nicht wirklich so drüber zu reden, weil es sind so ziemlich die gleichen, die wir sonst auch schon kennen. Ja, es ist nichts Besonderes. Und ich merke gerade, eventuell schaffe ich auch nur eine halbe Welt pro Folge. Aber das ist auch in Ordnung. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Und diese Tür mit den drei Sternen zeigt an, dass wir am Ende des Levels angekommen sind. Und da wir ihn glücklich gemacht haben, gibt er uns etwas, was ich immer noch nicht weiß, was es ist. Aber wir werden es bestimmt noch herausfinden. Also, keine Panik! Okay, wollte eigentlich die Flasche oder das One-Up, aber ist auch okay. Level 3.
Oh, hier geht's aber richtig ab mit der Musik. Eventuell wirkt ja, habe ich meine Ability. Ja, komm, gib mir mal Spark. Das ist so ähnlich wie das, was wir gerade hatten. Nur, dass es so um uns komplett herum macht, glaube ich. Kann sein, bin ich sicher, ich glaube schon. Ich weiß nicht, wo es lang geht. Ich gehe mal einfach hier lang. Aber wie süß Kirby aussieht, oder? Vor allem hier, wenn er so fliegt. Ich finde es total knuffig alles. Verschwinde mal bitte. Oh mein Gott. Wollt ihr eigentlich, dass ich Gui die ganze Zeit rauspacke oder lieber nicht? Ich weiß ja nicht, ganz ehrlich. Ich weiß ja nicht. Hier haben wir die Auswahl zwischen Kain und Q. Das ist Q, der kann halt fliegen. Und das ist Kain. Das hat einen Fisch. Der ist unter Wasser ziemlich nützlich. Und, ah, stimmt, die Ability. Da gab es ein böses Secret im zweiten Teil. ja. Da kann ich mich noch erinnern. Oh nein! Die Klippen ist kaputt gegangen. Die ist sozusagen geleuchtet. Aber wir können trotzdem noch ein paar Sachen kaputt machen. Und irgendwie sieht das komisch aus. Irgendwie sieht die Animation hier komisch aus, finde ich. Ich weiß doch gleich, warum ich jetzt ihn genommen habe. Ich glaube einfach nur, weil ich es lustig fand. Eigentlich wäre jetzt die Eule besser gewesen, glaube ich. Vor allem, weil... Was? Alte Spiele. Bist du offscreen, bist du tot. Du existierst schon gar nicht mehr. Oh Gott, aber das war echt krass. Weil ich war noch komplett zu sehen. Also jeder von euch konnte mir sagen, wo ich gerade stehe. Und das Spiel dachte sich so, nee, ich kann gar nicht mehr sehen. Das ist auch kein Grund. Kann ich euch aufsaugen eigentlich? Nee, ich glaube, ich lasse es lieber. Gui, hilf du mir mal. Denn wir haben ja irgendwas. Was geht denn jetzt ab? So einer? Was war das denn hier? Ist das ein Minigame? Ich kann ja auch nicht springen oder so. Okay, scheinbar habe ich hier so ein Minigame nicht geschafft. Ich glaube, ich restart mal das Level. Oh, ich kann gar nicht das Level starten, oder? Also meine Steuerung geht zumindest nicht. Na doch, kann ich. Okay, ich starte das mal. Okay, da bin ich einmal wieder und das One-Up erscheint dann nochmal. Cool. Nehme ich auf jeden Fall mit. So. Das ist also ein Minigame hier, was wahrscheinlich uns das Item gibt, was wir brauchen. Das ist der erste direkt, ne? Yes! Yay! Mhm, richtig. Und nochmal. Was? Der hier. Puh. Okay. Einmal noch. Nein. Yay! Yeah! Yeah! Warum nicht gecheatet oder so? Woo! Ich hätte jetzt wirklich keine Lust, das einfach nochmal zu starten. Und wow, es geht sofort weiter! Und Gui ist leider nicht schnell genug unten gewesen. Okay, dann hole ich ihn halt nicht nochmal. Deutsch ist schwierige Sprache. Dann hole ich ihn halt nicht noch einmal. Und ich weiß gar nicht, warum ich ihn ja eigentlich benutze. Eigentlich ist er hier Hard Mode in diesem Level, habe ich das Gefühl. Also kein halt. Ich habe wirklich das Gefühl, ich spiele gerade Hard Mode, weil ich den Fisch bei mir habe, aber ich meine, man braucht den. Also die erste Welt, die habe ich schon mal gespielt. Deshalb kann ich mich noch ein paar Sachen erinnern. Ich weiß, dass wir den Fisch noch für irgendwas brauchten. Aber sonst habe ich das Spiel noch gar nicht gespielt. Und yeah, er ist zufrieden, glücklich und gibt uns das, was wir verdienen. Ja, ein bisschen Heilung. Aber das muss ich auf jeden Fall noch lernen, wie man hier auf das One-Up kommt. Ha. Und was haben wir denn hier bitte? Hier ist ein Mädchen auf dem Bild. Und da komme ich jetzt leider nicht dran. Wahrscheinlich nur so ein Stern, aber trotzdem komme ich ja nicht dran. Und da ist eine böse Wolke. Das geht da aber gar nicht. Oh nein, eine Osterinsel, weg von euch. Bom.
Oder halt eine Osterinsel-Figur oder wie auch immer die Dinger heißen. Ich meine, der hieß irgendwas mit Osterinsel. Daran kann ich mich auf jeden Fall noch erinnern. Gibst du mir eine coole Ability? Nee, gibst du mir eine. Nee? Gibst du mir die Ability? Irgendwas Neues? Was ist das für eine Ability? Okay, das ist einfach eine normale Shine-Ability. Nur sieht es halt ein bisschen anders aus, aber es ist die normale Ability. Okay. Boing, boing, genau, jetzt. Ah, genau, hierfür habe ich den mitgebracht. Weil in diesem Level ist er nämlich sehr vorteilhaft. Aua, verschwinde! Was willst du? Ich schmeiße meine Ability weg. Weil der hier sehr interessant aussieht und ja, er gibt uns eine Ability, aber die haben wir leider schon mal gesehen. Ja, tut mir leid, Freunde. Ich bin ein Fisch. Und habe bessere Dinge zu tun, als mich um euch zu kümmern. Ja, auf gut Glück. Und wir sind unbesiegbar. Das müssen wir ausnutzen. Mann, hier alles kaputt. Wir plätten alles Mögliche, alles, jeden. Dich nehmen wir mal mit. Damit ich hier runter kann. Bonk. Boing, 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 boing. Ich finde das immer lustig. Die Animation im Spiel ist. Also, das Spiel ist wirklich einfach schön. Vor allem für SNES-Standards. Standards ist das hier einfach eine echt schöne Grafik. Oder was meint ihr? Also, ich bin komplett überzeugt vom Spiel. Achso, bei dem muss man immer warten, bis er sein Feuer verliert. Dann erst kann man ihn angreifen. Bam! Da ist er weg und. Oh, ich wollte die Feuerability von ihm haben, aber zu spät. Okay. Und das Geräusch, wenn ihr das hört, dann ist in diesem Raum, wo wir gerade sind, ein Secret oder halt etwas, was wir machen müssen. Und hier ist ein Affe, der von dem Sprite her gar nicht in dieses Spiel reinpasst. Also wirklich, der passt überhaupt nicht von der Grafik her hier rein. Der sieht aus wie so ein NES-Affe. Das ist ein SNES-Spiel mit. Mann, geht noch? Das ist ein SNES-Spiel mit. Gemalter Grafik. Zumindest wirkt mir das alles so gemalt, auch wenn es vielleicht nicht ist. Muss ich immer an sowas, so bunten Malstiften denken, so Wasserfarben. An sowas muss ich immer denken. Verdammt, ich sehe die Dinge auf dem Boden nicht. Verstecken sich echt gut. Ah, okay. Ich kann drauf springen. Achtung! Den kann ich leider nicht einsaugen. Das ist leider nicht möglich. Verdammt, ich komme da nicht hoch. Mann! Das Problem ist, er kann halt nur einen großen Sprung machen oder halt einen kleinen Sprung. Hier macht die ganze Außersehen den kleinen Sprung. Obwohl ich das nicht extra mache. Wie gesagt, aus Versehen. Und eine Maxi-Tomate, die halt uns. Aua. Komplett wieder auf. Nur wenn ich mich treffen lasse, nützt es halt nichts. Deshalb sollten wir versuchen, uns nicht treffen zu lassen. Badabam, bam, bam. Ich hab gesagt, nicht treffen lassen. Aber wir können jedes One-Up gebrauchen. Denn ich weiß. Ich werde ihn benutzen. Und verdammt, sind wir hier in Indiana Jones oder was geht hier ab mit dem Stein? Ne, jetzt ist er weg, der Stein. Okay. Piu! Ich habe hier nämlich was für dich. Ding, ding. Deshalb hole ich kurz das hier raus. So, und wir müssen aufpassen, dass wir nicht aus Versehen in so einen Stachy reinspringen. Denn wirklich schön ist das nicht. Gibt es keine Ability? Okay, nicht so Wasser oder sowas. Nee, leider nicht. Leider nicht. Aber ja, Leute. Das Mädel sieht auch sehr out of place aus. Aber wir haben ihren Affen zurückgebracht. Und dafür schenkt sie uns wieder was. Was das wohl ist. Ich hoffe, ihr schenkt mir einen Like. Vielleicht auch ein Abo. Und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Darauf würde ich mich besonders freuen. Okay, wenn der unten guckt, der Kirby, dann kann man weit springen. Und wenn er oben guckt, springt man nach vorne. Ganz kurz. Okay, das habe ich jetzt auch verstanden. Ja, bis zur nächsten Folge. Bis dann. Haut rein.